Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Phantom Menace, die dunkle Bedrohung. Wir sind als Obi-Wan unterwegs in der Unterwasserwelt Otogunga. Und ich glaube, wir müssen hier noch was betätigen, bevor wir hier weiter marschieren können. Unsere Mission aktuell, wir müssen Jar Jar Binks finden, den haben nämlich die guten Herrschaften in die Gefängniszelle gebracht. Und jetzt ist es an uns, ihn praktisch einfach nur zu befreien. Oh, ja. So funktioniert das ganz bestimmt. Wir haben jetzt übrigens auch ein paar Räume, glaube ich, ausgelassen. Und ich sehe gerade, dass man das hier in einem bestimmten Zeitraum schaffen muss. Na, das ist ja ganz toll. Jetzt bin ich hier umsonst hochgerannt. Das zählt nicht. Der Tod zählt bestimmt nicht. Okay, also nochmal. Wir klicken. Warte mal. Oder wenn wir schon mal die Möglichkeit jetzt haben, dann gucken wir uns natürlich noch die anderen Räume an. Okay, der ist zu. Ach, die waren jetzt alle zu. Okay, gut, dann gucken wir uns hier keine Räume an. So, auch okay. So, dann klicken wir mal hier drauf. Zack. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir ganz schnell hochrennen. Schnell. Ah, oh, Gott sei Dank. So. Natürlich ist der Weg jetzt hinter uns wieder zu. Gibt's hier irgendwas? Nö, wir müssen tatsächlich da lang. Aber der Weg ist doch gesperrt. Ich glaube, wir müssen den ausschalten. Wie du sage, komme nach unten hier. Am besten ist er down here. I have a pass card. Ja, das klingt doch gut. Ich habe eine Schlüsselkarte. Welch Kungana gegeben, du sagst Schlüsselkarte? I must be very important if I have a pass card. Ach ja, genau, das hat mir noch gar nicht gezeigt. Wenn da etwas lila unterlegt ist, bedeutet das, dass man die Macht einsetzt, um denjenigen praktisch ein bisschen mit der Macht zu manipulieren. Ich muss sehr wichtig sein, wenn ich eine Schlüsselkarte habe. Oh, du musst sehr wichtig sein, wenn du Schlüsselkarte hast. Na, genau. Sehe ich doch genauso. Deswegen lässt du mich nämlich auch passieren. Das ist doch schön. So soll das immer gehen. Ein Auswäldler! Ja, richtig. Ein Auswäldler! Ja, richtig. Ein Auswäldler! Oh mein Gott! Oh, was ist das hier? Das sieht auch sehr schön aus. Okay, Moment. Wir gucken mal, was wir hier machen müssen. Wir betätigen wahrscheinlich den Knopf und... Ah ja, ich verstehe. Ups. Ach so, wir müssen praktisch dafür sorgen, dass dieses Energienetz da unter uns ausfällt, damit wir dann den Block auf den grünen Schalter da schmeißen können. Ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt schieben wir mal das Gerät hier rüber. Zack. Das dürfte ja reichen, oder? Genau. Na, hallo. So. Ich liebe diese Animationen hier, die sind einfach fabelhaft. Die sind so zuckersüß, sind die doch, ja. Ah, das macht Spaß. Kisten rumschieben. Das ist ja das, was Star Wars auch ausmacht, ne? Das ist ja, Star Wars ist ja irgendwo auch Fantasy, ne? Also eine Art Märchen, Weltraummärchen. Und genau das macht Star Wars aus, ja. Kisten schieben, Metallgitter herumschieben. Das ist Star Wars, ja. Also wenn ihr euch immer mal gefragt habt, was ist das Tolle daran? Genau das. So. Und ich glaube, das mussten wir machen, um die Tür hier zu aktivieren. Genau, die hier. Da war nämlich vorhin noch so ein roter Schalter davor. Ich glaube, da konnte man sonst gar nicht durch. So, und da ist schon wieder dieser komische Fisch, der ziemlich seltsam aussieht. Die Tür ist zu. Aber wir haben noch eine Schlüsselkarte. Warum können wir die nicht hier einsetzen? Wow. Ich vermute mal, die hätte da eh nicht funktioniert. Auch wenn ich es jetzt eigentlich ausprobieren wollte. Na komm.
So, ich will wie gesagt immer X drücken für... Ich sollte das wirklich mal umändern, dass X dann aktivieren ist und springen. Ui, das war knapp. Das war echt knapp. Oh, wer ist denn da? Mit dem können wir doch garantiert mal quatschen. Hallo. Was du Saturn hier? Ich suche Jar Jar Binks. What are you doing of those controls? Was ist mit Jar Jar geschehen? Sie nehmen Jar Jar zu Zellellen unten. Binks gebrochen den nicht zurückkommi Gesetz. Er wird dann bestraft. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann? Mein sei nicht helfen dir. Jar Jar wird dann geschlagen bis tot. Was machen Sie mit der Kontrollkonsole? Meinsa bedienen den Aufzug. Können Sie den Aufzug für mich in Bewegung setzen? Ich helfe, Dusa, aber erzähle niemanden. Das ist aber nett. Das fand ich jetzt echt nett. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt genau hin? Hier dann rüber? Hier? Nee, doch. Ah, cool, da sind ja auch nur ein paar Wachen. Ich wette, die wollen mich wieder Kiel holen. La na 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 na, ich bin ja nur ein Typ. Zurück. Ich muss da aber rein, ne? Dusa werden getöten, Auswelt. Ja toll, ich muss aber hier lang. Zurück. Ah. Hallo. So, einer von den beiden jetzt. Links oder rechts? Geh mal links lang. Da geht's irgendwo runter. Okay, und wo geht's? Ah, ich... Ah, nach da geht's zu den Bongos da. Hier, der Bongo. Wow, ach du Schande. Wow, wow, wow. Alles klar. Okay, ich hab verstanden. Jawohl, gut, ja. Tschüss. Das ist so dumm. Ich darf die nicht töten, aber die dürfen mich angreifen. Ah, da ist Jar Jar Binks. Oder ist das Jar Jar Binks? Nee, hä? Zurück. Hallo. Wie du sage, komme nach unten hier. Ja, na, ich suche... Surrender, you are no match for me. Ich bin hier, um Jar Jar Binks zu holen. Jar Jar Binks beleiben in Zelle, Auswäldler. Hat er eine andere Stimme bekommen? Es ist gefährlich, Jar Jar hier zu lassen. Ich werde ihn fortbringen. Dies gefährlich zu Jar Jar hier. Gemacht viele Unfälle. Bitte, Dusa, nehmen weg. Ja, ne, ich nehme ihn mal weg. Hey, meinst du Hilfe geben hier? Boss Nass will provide us with a bongo, which we will use to reach Theathen 1 and Abu. You must help us navigate. Ist richtig. Boss Nass wird uns einen Bongo geben, mit dem wir dann nach Theath reisen, um die Naboo zu warnen. Du musst uns beim Navigieren helfen. Gehen Weg durch Zentrum, schlechte Idee. Aber meinsa hassen sterben. Meinsa helfen, du sa Weg durch Zentrum nehmen. Lass uns gehen. Dies Weg zu den Bongo. Ja, ich weiß ja, wo es dahin geht. Verschwinde mit Jar Jar Binks. Ja. Wo ist er denn? Hier. Dies Weg zu Bongo. Ja, na, geh doch mal vor. Du kannst ja nicht immer hinter mir stehen bleiben und dann sagen, da müssen wir lang. Hallo? Jar Jar Binks. Da ist er ja. Der Held. Der Held von Episode 1. Hä? Achso. Oh. Keiner macht da so ein... Hallo, Junge. Meinst du auch beobachten, Trigon? Ey, Alter. Nee, sorry. Das kann ich... Nee, sorry. Das tut mir leid. Ich wollte eigentlich keinen töten, aber der ging mir richtig auf den Keks. Der hat mir einfach mal 18 Leben abgezogen. Uns beeilen. Die Bevölkerung von Theath muss gewarnt werden. Oh, endlich weg von hier. Oh, mein Mann, ihr seid toll. So, das war's also mit Level 3 und jetzt gelangen wir nach Theath. Und zwar mitten durch den Planetenkern. Nun geht. Ungefähr so hat Bosnes nämlich im Film gesprochen. Das war nämlich nicht durchs Zentrum. Was soll denn das heißen, durchs Zentrum? Der hat gesagt, durch den Kern. Durch den Planetenkern. Hier, geile Fische. Tolle Animation. Wobei ich sagen muss, so schlecht sieht das wirklich nicht aus. Oder? Ich finde, das ist echt hübsch. Okay, gut, jetzt... Ja, gut.
Aber sogar Lichteffekte dabei. Großer Kupferfisch, Riesenzähne. Es gibt immer noch einen größeren Fisch. Ich sollte übrigens Synchronsprecher für Unterwasserfische werden. Oh, der hat einfach mal den Fisch so perfekt gegessen, dass die Geräten am Kopf geblieben sind. Also besser kann man den Fisch, glaube ich, gar nicht essen. Stark gemacht. So, Gardens of Theed. Jetzt wird's richtig spannend. Das ist nämlich ein richtig cooles Level, wie ich finde. Wir müssen die Königin vor dem Angriff der Handelsföderation warnen. Ja. Hinter dieser Brücke liegt die Stadt Theed und der Palast der Königin. Folge mir, Obi-Wan. Ich folge dir. Wir hören große Maschinix. Vorsicht, hinter. Ja, eben. Wow, nice. Richtig toll. Jetzt sind die alle weg. Ja. Gut. Kann man machen. Aber als erstes sollten wir das Spiel auf jeden Fall speichern. Ich hätte echt gerne mit 100 überlebt, aber gut. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich nach da unten springen? Ich glaube ja. Nee, so war das eigentlich nicht gedacht, aber egal. Ich kann ja sowieso nicht nach da drüben. Was ist denn das jetzt hier, bitteschön? Hallo. Ah, jetzt. Boah, ey, was ist das für eine Strömung? Ich glaube, das ist auch so gar nicht gedacht. Ich glaube, man soll tatsächlich auf diesen Steinklötzen die ganze Zeit herumspringen. Deswegen lade ich das einfach nochmal neu. So. Oh, alles klar. Gut, das hat sich dann auch erledigt. Entschuldigt, das war jetzt ein kleines... Das ist halt so, wenn man alte Spiele spielt, ne? Oder mit einer komplett neuen Exe-Datei. Na komm schon, jetzt meine Sprint-Taste kaputt. Als ob! Ich habe jetzt echt gedacht, dass das mir mehr abzieht. Gibt's hier auch was? Nö, hier gibt's nichts. Schade. Wir müssen nach da drüben, glaube ich. Oder? Müssen wir da hin? Gibt's da überhaupt was? Nö, da gibt's glaube ich nichts. Ich glaube, da schwimmen wir genauso nur, ne? Oder? Nö. Es sieht zumindest nicht so danach aus. Egal. Gut, dann... Oh, da ist... Ah ja, genau, das ist das mit den Hebeln. Ah. Und mit den Fischen. Da sind schon wieder diese Fische. Ah. Ich will nicht an so einem dummen Fisch sterben, ganz ehrlich. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So. Ich wette auch, hier sind schon ganz viele Kampfdroiden. Was dann überhaupt keinen Sinn macht, dass wir hier die Naboo wahren wollen, wenn hier schon Panzer von den Droiden rumstehen. Wie sinnlos ist das bitte? Oh, wir müssen ganz schnell zur Königin und warnen. Es ist... Was wäre eigentlich, wenn ich... Ah, okay, verstehe. Ich hatte nämlich gerade überlegt, was ist, wenn ich keine Munition mehr habe? Dann muss das ja auch irgendwie so gehen. Boah, das war mal ein nicer, dicer Move. Der war mal richtig gut. Ich glaube, ich habe das Spiel damals fast ausschließlich mit der Blasterpistole gespielt, weil mir aufgefallen ist, dass das mit dem Lichtschwert richtig, richtig schwer ist. Komme ich da jetzt rüber? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Seht ihr das? Das geht total einfach. Du musst nur ausweichen und springen. Und jetzt mal ohne Mist. Kann ich da jetzt rüber, oder... Tatsache. Tatsache, cool. So, jetzt kriege ich wenigstens ein bisschen Leben. Wir speichern an dieser Stelle einfach mal. Sicherheit geht vor... Hey, warte mal. Gardens of Theed, das wollte ich doch gar nicht. Aber egal, das macht nichts. Da haben wir wenigstens immer mal so einen kleinen Speicherpunkt hier von dem Level. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ah, jetzt kommen wir an die Stelle. Die ist auch richtig cool. Hier sind schon wieder ganz viele Droiden, glaube ich. Genau. So, jetzt muss ich dafür sorgen,
dass so viele wie möglich von denen überleben. Es werden bestimmt noch mehr kommen. Seid vorsichtig und folgt mir. Schade, einer hat nicht überlebt.